So, wir machen jetzt noch zum Abschluss das Review der Workshops. Daher haltet euch schon mal bereit und als allererstes würde ich gerne zum Thema Storytelling in Podcasts was hören. Ich markiere jetzt alle die. Ich bin leider nicht dynamisch genug, um wie die Katze zu springen. Ja, wir haben darüber geredet, was Storytelling ausmacht, wie man es im Podcast verwenden kann. Darüber gesprochen, wie aufwendig das ist, aber auch insbesondere am Beispiel von Methodisch Inkorrekt so ein bisschen diskutiert, wie viel es bringt, da die Daily Soap vorzumachen und dass sie den Rest des Podcasts eigentlich auch einstellen können. Ne? Wir haben darüber geredet, wie man vielleicht Fragen so stellt, dass es die Storys mehr unterstützt. Das war's. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Du hast eine schöne Zusammenfassung geschrieben im Sendegate. Vielen Dank. Dankeschön. How to Spreaker. Anna, ist die noch da? Ich habe sie jetzt leider nicht mehr gesehen. Okay. Ralf, könntest du dazu kurz was sagen? Es wurde das ja in der Szene nicht ganz unbekannte Portal, Projekt, Plattform, Speaker vorgestellt. Speaker. Was? Ja, ist ja egal, man hört es doch überall gleich. Im Kern wurden so zwei Bereiche vorgestellt, zum einen der Recording-Bereich. Da habe ich jetzt so aus Ultraschallperspektive schon eine Menge ganz spannender Ansätze auch gesehen, die da so fahren. Das ist also schon nicht uninteressant. Und der zweite Bereich war dann eher so die Verwaltung der verschiedenen Podcasts und wie sich das Ganze aus Nutzersicht generiert. Und da kam dann schon so die entscheidende Frage von Tim, ja, okay, wenn ich das dann da alles drin habe, kriege ich es da auch denn wieder raus, wenn ich mal irgendwie zu einem anderen Projekt möchte und kann ich mir das irgendwie alles runterladen und so weiter. Und da kam dann aber relativ schnell dann so die Aussage, ja, nein, nicht wirklich. Das heißt also, das scheint doch sehr stark in so Richtung, es ist ein sehr schöner, grüner, fluffiger Walled Garden, aber es ist halt dann auch ein sehr Walled Closed Garden. Um nicht zu sagen, eine Gated Community. Exakt. Von daher... Obacht, Kinders. Aber ich werde mir das vielleicht nochmal genauer anschauen. Unter anderem behaupten sie, unter Windows eine Skype N-1 schalten zu können. Und da wäre ich natürlich hellhörig. Wie wir ja gelernt haben, ist ja alles eine Skype N-1-Schaltung. Vor allen Dingen das Rudel-Podcast. Genau. International Podcast Day 2016. Simon. Ist leider schon unterwegs zum Flieger. Martin? Johannes nicht möchte. Wir waren eine sehr kleine Gruppe, Johannes, meine Wenigkeit und der Simon, wir haben zu dritt zusammengesessen, der International Podcast, der scheint nicht so wahnsinnig interessant zu sein. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen für Podcasts und auch diejenigen Menschen zu dem Thema hinzubekommen, die bisher damit nichts zu tun gehabt haben. Und der Simon ist Promoter genug, um sich an der Stelle Gedanken gemacht zu haben, wie man das vielleicht machen könnte. Es findet im Frühjahr in Nürnberg die Web Week Nürnberg statt und da hat er vor, so ein bisschen hands-on irgendwas darzustellen. Möglicherweise könnte das eine Vorlage sein für andere Aktionen, die dann am 30. September beim International Podcast Day 2016 an anderen Orten dann stattfinden können. Er will das alles ins Sendegate schreiben, sodass wir das Ganze verfolgen können und vielleicht für uns selber und unsere eigene Promotion da ein bisschen Informationen rausziehen können. So, das war reichen. Vielen Dank. Perfekt. Dann der Doktor schon außer Haus, der Feed-Doktor. Ich weiß nicht, ob jemand von den Teilnehmerinnen noch da ist und was zusammenfassen möchte. Das war, glaube ich, immer so eine Einzelanamnese. Ja. Einzelsprechstunde, okay. Dann Tim, Podlove Publisher Feedback. Ja, wir haben mal so ein bisschen versucht zu eruieren, was wohl so die künftigen Features sein könnten. Da stellen wir dann immer wieder fest, dass das alles gar nicht so einfach ist. Es gab eine etwas lebendige Diskussion um das Stichwort Sammelfeeds, wo ich nochmal unsere Position vertreten habe, dass wir glauben, dass das nicht eigentlich das ist, wovon immer alle Leute reden. Es gibt ja da diesen Mythos, dass das irgendwie praktisch wäre, wenn man mehrere Podcasts in einem Feed empfängt. Ich halte das für keine gute Idee. Nichtsdestotrotz gibt es Podcasts, die sehr wohl thematisch so weit aufgespalten sind, dass es schon unterschiedliche
Formatarten dort drin gibt. Dafür werden wir dann wohl auch eine Unterstützung einbauen. Das ist das von mir schon im Vortrag erwähnte Shows-Feature. Was das Problem betrifft, dass man gerne Bulk mehrere Feeds auf einmal importieren möchte. So, was weiß ich, man kehrt irgendwo hin und man weiß, da will man sowieso alles haben. Müsste sich im Prinzip mal eine Diskussion mit den Podcast-Client-Entwicklern entwickeln, ob man nicht den OPML-Import auch automatisiert bekommt. Also wenn ich sozusagen über sowas wie den Subscribe-Button nicht nur einen einzigen Feed, sondern im Prinzip eine ganze Liste von Feeds hinein importieren kann, die man dann vielleicht auch beim Import gleich einer Gruppe zuordnen kann, dann hätte man eigentlich auch genau das, was zum Beispiel in der Podcast-App Stations heißt, oder ich glaube, im Podcast gibt es Groups, und also so verschiedene Clients haben im Prinzip so ein Gruppenfeature, was am Ende genau das macht, ohne die Nachteile. Naja, das wäre super. Ansonsten haben wir festgestellt, dass viele Leute von den Analytics noch nicht unbedingt in die Analytics nicht so tief reingehen, wie wir das anbieten. Das heißt, dass da jetzt auch der Entwicklungsdruck nicht so groß ist, aber wir werden uns bemühen, das Interface noch ein bisschen zu vereinfachen und etwas sinnvoller zu machen, dass man eben mehr Informationen rauskriegen kann, und auch Subscription-Feed-Statistiken wurden hinterfragt. Auch das wird irgendwie ein Thema werden. Ich habe gehört, ihr macht den nächsten Bundesliga-Manager. Du meinst, wir ermitteln auch gleich die Popularität des Podcasts und zeigen den in den Analytics an? Was genau? Also es ist ja auf Twitter mal alles ein bisschen verkürzt. Ja, mal gucken. Also das kann ja vielleicht mal jemand anders machen. Irgendwie so den Podcast-Manager, wo dann irgendwie Moderatoren verkauft werden und auf dem Markt feilgeboten werden. Und, ne? So ein Optionsmarkt, der sich dann da entspannt. Podcastmarkt.de, ich sehe schon. Oh. Die Andi, schnell, seid die, schnell. Die englischsprachige Podcast-Szene. Ja, wir hatten eine kleine, feine Diskussionsrunde. Jeder hat erstmal seine englischen Podcasts, die er so hört, vorgestellt. War festgestellt, dass manche sehr viele Podcasts hören auch. Naja. Ansonsten, der Rest steht dann im Sendegate, im Thread. Es gibt auch wieder eine Audioaufnahme und so weiter. Genau. Habt ihr denn, also nur um das noch ein bisschen schmackhaft vielleicht zu machen, habt ihr denn diese generelle Landschaft, auch Radiolandschaft der USA etwas ergründet, oder? Ja, also ein bisschen auf Basis von den Podcasts, den wir halt so gehört haben. Also wir wussten alle nicht so wirklich, was NPR, also die ARD ist mit der BBC, die hat deswegen vergleichbar, weil die ARD nach BBC Vorbild gegründet wurde. In den USA ist mit NPR wohl das am ehesten vergleichbar, aber ist halt komplett anders aufgebaut, ist viel freiwilliger, soweit ich das verstanden habe. Ansonsten haben wir halt uns über verschiedene Podcasts unterhalten, also zum Beispiel ein bisschen über Startup von Gimlet, so welche Season da jetzt die bessere war, teilweise aber dann halt auch über Werbung. Ich fand das alles nicht so schlimm, solange man sich halt ein paar Regeln hält, muss sich halt einfach dran gewöhnen. War sonst noch jemand, der in der Session war? Sollen wir noch was erwähnen? Offensichtlich. Dann wissen wir jetzt ja. Ah, genau. Und es muss mehr kopiert werden. Mehr kopiert. Also, naja, vor allem halt zum Beispiel mal in den amerikanischen Podcasts oder in den englischsprachigen Podcasts wird oft am Ende dann auf andere Podcasts hingewiesen, teilweise auch angespielt, so kurze Dinge. Und das könnte man nicht bei uns auch machen. Einfach damit. Und zum Beispiel auch Öffentlich-Rechtliche könnten vielleicht ein bisschen mehr auf Podcasts, also zum Beispiel, weil die haben einfach die Reichweite, so, die müssen eigentlich auch ein bisschen mehr die Leute für das Medium Audio begeistern und dann zum Beispiel mit methodisch inkorrekt in irgendeine Wissenschaftssendung nennen oder so. Ja. Podcaster, die das hörten, hörten auch. So, Podcasting-Hardware im Eigenbau, Johannes. Ja, wir hatten auch eine kleine, aber feine Gesprächsrunde und ja, ich will mal so zusammenfassen, was wir uns so überlegt haben, wie wir in der Richtung so als Community da vielleicht weitermachen. Und zwar, wir haben also festgestellt, dass man kommt auch als Indie-Developer oder als Hobby-Elektroniker an sehr gute Technologie ran, um eben interessante Hardware zu bauen. Zum Beispiel Sebastian ist gerade daran, seine Studio
Audiolink-Box zu einem im Prinzip vollwertigen Audio-Interface auszubauen. Das heißt, die Technologie, da kommt man eben auch ran, wenn man, indem man einfach bei sich irgendwo im Netz bei Texas Instrument eben die Bauteile klickt und sie dann zusammenlötet. Das Problem ist, wir haben auch im Prinzip in der Community genug technikaffine Leute, die sowas dann entwickeln können. Und das Problem ist im Prinzip der Rollout. Wie kriegt man jetzt die Geräte eben in den Stückzahlen, die wir in unserer Community eben brauchen, an die Leute, die eben keine Lötkolben-Terreros sind. Das ist so ein bisschen unsere, also die eine Herausforderung. Und wir brauchen natürlich auch, wenn wir jetzt so in der Richtung Hardware-Entwicklung speziell für Podcast-Bedürfnisse abgestimmt weitermachen, das Feedback. Wir brauchen eben auch aus dem Bereich der Community, die jetzt nicht so technikaffin ist und gleich an neue Hardware-Entwicklungen denkt, eben den Input, was brauchen wir an Hardware, beziehungsweise was kann die Hardware, die man so beim Thomann klicken kann, alles nicht, beziehungsweise was macht sie schlecht oder woran denkt sie nicht? Und da brauchen wir eben irgendwie die Kommunikation, vielleicht können wir das auf dem Sendegate so ein bisschen mal versuchen. Das war so das, was wir uns überlegt haben. Dankeschön. Renke, magst du kommen zu Payment Beyond Flatter? Ihr gründet jetzt einen Sparverein, habe ich gehört. So in etwa. Wir werden Sparschränke aufstellen auf dem Kongress. Ja, eigentlich war das nicht viel mehr als so ein kleines Brainstorming darüber, wie man eigentlich Leute, die so Podcasts machen, irgendwie unterstützen möchte und wie Menschen, die Podcasts machen, gerne unterstützt werden wollen. Das ist fürchterlich mit diesem Pinguin. Und haben uns grundsätzlich überlegt, was denn sozusagen für beide Use Cases irgendwie ganz schön wäre, was man da haben wollte, und haben mal versucht zu ergründen, was es so für generelle Möglichkeiten jetzt schon irgendwie gibt. Und ja, also eigentlich war das nur ganz, ganz grob zusammengefasst. Lustige Ideen sind aufgekommen. Wie hieß das noch? Der Barschrank, genau. Sparschrank, genau. Eine lokale Spendenmöglichkeit mit Schubladen, die man aufschließen kann. Also es franzte dann ein wenig aus, will ich damit sagen. Und Dennis hat so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, zum Beispiel, wo man ein kostenloses Online-Konto bekommen kann, dass man so für Lastschriftsachen sperren kann, was dann ganz gut auf Spendenkonto funktioniert, ohne dass da jemand irgendwie dann bei Amazon 1000 Dinge kauft und man den ganzen Leuten, die einen da bescheißen wollen, ständig hinterherrennen muss und irgendwelche Lastschriften zurückrufen muss. Und haben wir noch was? Sparschrank. Ach genau, ja, und dann haben wir noch so ein bisschen über Steuern gesprochen. Ja. Habt ihr auch über Barschwund gesprochen? Nein. Gut. Vielen Dank. Unten machen wir weiter. Ultraschall. Schneiden wie die Profis. Ja, ich habe im Wesentlichen einen Durchlauf mal gemacht durch die neuen Storyboard-Features und wie das alles so gedacht ist, um in Zukunft besser gebaute Formate, aber auch komplexere Interviewformate mit wechselnden Leuten, die man befragt, aber immer dieselben Fragen stellt, beispielsweise lösen zu können. Genau dafür hatte ich so ein Beispielset an Sound-Interviews mal angelegt. Das werde ich auch im Sendegate publizieren, sodass man so ein bisschen Proof of Concept mal nachvollziehen kann und selber ein bisschen rumspielen kann. Und das wird dann auch das Set sein, was ich dann in meinem Screencast dazu verwende. Ich glaube, es ist rausgekommen, dass da eine Menge Potenzial drin ist, aber auch noch hier und da ein bisschen Forschungsarbeit notwendig ist. Das heißt also, vor der finalen 2.0 werde ich nochmal gucken, was da so der Best-Practice-Weg eigentlich zum Umgang damit ist. Dankeschön. Davon gibt es eine Aufzeichnung dann später. Von dem jetzt gab es keine Aufzeichnung. Da hat die Technik versagt, was aber auch nicht so dramatisch ist. Ich glaube, das ist besser, wenn ich dann einen separaten Screencast zumache. Super. Nele, wir bauen uns eine Umfrage. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer. Es gibt einen Audiomitschnitt, glaube ich, wurde dort erzeugt. Und ich kümmere mich um die Doku dieser Session, in der es um die Frage ging, erstmal, wie kann ich mit ein paar Umfragetools, die eben online kostenlos verfügbar sind, mir selber vielleicht so eine Art kleine Hörerbefragung bauen für meine eigene Hörerschaft. Und zum anderen um die Frage, ob man nicht mal nochmal so eine größere Podcasting-Befragung startet,
die sozusagen, wo nicht jemand von außen kommt und irgendwie mit einem bestimmten Blick auf die Podcast-Landschaft die Befragung gestaltet, sondern wo wir einfach mal nach Dingen fragen, die uns interessieren. Es gibt natürlich so ein paar Basics, die man da abfragen möchte. Das hat sich dann auch in der anschließenden Diskussion rausgestellt, als wir überlegt haben, was können wir denn, was wollen wir denn mal wissen, was interessiert uns, sowas wie, wie kommen die Leute überhaupt auf Podcasts, was bewegt sie dazu, die weiter zu empfehlen, wie lernen sie neue Angebote kennen und solche Geschichten, also was auch mit diesem großen Schlagwort des PPW 15b kuratieren so ein bisschen resoniert, solche Dinge, also das heißt, wir haben, ich habe kurz so ein paar Basics eingeführt, was sollte man bei Umfragen beachten, immer mit dem Claim, es geht eigentlich für eure individuellen Bedürfnisse auch recht einfach, auf ein paar Dinge sollte man achten, die Folien stelle ich noch online und das andere war, dass wir überlegt haben, was wären denn Dinge, die uns jetzt alle mal interessieren würden, was sind vielleicht Themeninteressen, was sind Themenwünsche, all dieses und das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen weiterlaufen lassen bis zum nächsten Workshop, da vielleicht schon einfach verschiedene Fragebogenteile miteinander konzipieren. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja mal so ein bisschen an den Doku-Teil im Sendegate mit dranhängen und dann müssen wir mal überlegen, wie wir eine Form finden, dass wir da weiter gemeinsam daran arbeiten können und das voranbringen können. Und ich habe angeboten, wenn ihr zum Beispiel Befragungen mal durchführen wollt, es bietet sich immer an, einen sogenannten Pre-Test zu machen. Da geht es um Frageverständlichkeit und in meinem Falle bin ich auch in ethischen Fragen interessiert, also ob die Fragen moralisch sauber sind oder so. Nicht, dass ich das Zweifel hätte, aber ich biete das an, wenn ihr sowas mal selber für eure Hörer machen wollt, dann kann ich das gerne mir mal angucken, dann müsst ihr mich einfach mal anpingen auf Twitter und ansonsten führen wir das Projekt, eine größere Befragung mal aus der Community heraus, hoffentlich mal im nächsten Jahr zu starten. Einfach weiter bis zum nächsten Workshop, würde ich sagen. Würde ich schon eine Frage hinzufügen. Schlafen Sie gut? So, Podcasting und Selbstständigkeit. Brigitte und Johannes? Hier wird noch ausdiskutiert, was jetzt erzählt wird. Ja, Brigitte, fang doch mal an. Ja, wir haben uns getroffen und Johannes hat eine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Podcasting und Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig, unter anderem mit Podcasten und Podcastberatung. Und darüber haben wir ein bisschen erzählt und die Teilnehmer haben ein bisschen gefragt. Genau, also wir haben so ein bisschen über Richtung Coaching, was kann man als Podcaster auch so ein bisschen anbieten an eventuell Unternehmen oder an verschiedene Personen, die das Medium nutzen möchten. Und da kamen eben ganz spannende Vorstellungen von der Brigitte und von meiner Wenigkeit haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und damit gebe ich zurück an euch. Habt ihr so eine kleine Doku gemacht? Oder natürlich haben wir das nicht gemacht. Aber ich schreibe irgendwas zusammen, genauso wie für meinen anderen Workshop. Okay, super. Gibt es eine Bachelorarbeit zu lesen? Wenn ich die Note habe. Ah, okay. Also es ist, da muss ich noch so ein bisschen drauf warten. Okay. Aber es sollte im Dezember passieren. Und dann, ja, mal schauen, irgendwo werde ich das dann verlinken und so weiter. Vielleicht auch nochmal aufbereiten. Dankeschön. Wer ist der Nächste? Genau, Webplayer 4.0, Lino. Ja, wir haben uns erstmal darüber gefreut, dass der Webplayer 3.0 gerade rausgekommen ist. Und es ist ja auch super, funktioniert gut. Und wir haben angefangen, darüber zu diskutieren, was so die Interessen sind für die Entwicklung des 4.0. Es gibt Leute, die gerne jetzt schon neue Technologien einbauen möchten. Und es gibt Leute, die erstmal lieber mit dem, was wir jetzt haben, Features delivern möchten. Und ja, es war ein bisschen hitzig und auch trotzdem ergiebig, denke ich. Wir haben dokumentiert im Sendegate. Und ein gemeinsames Fazit, denke ich, ausgearbeitet. So, dann hatte ich als letztes hier noch den offline-fähigen Web-Podcast-Player Klaus. Ist der noch da? Ja.
Ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer dass es total cool war, euch alle kennenzulernen. Und ich habe einfach Leute getroffen, die teilweise an ähnlichen Problemen arbeiten und mit bisschen anderen Schwerpunkten und Feedback bekommen und total cool. Und wenn dann jemand noch irgendwie, also ich habe auch ein paar neue Beta-Tester gefunden und falls jemand irgendwie sich dafür noch interessiert, einfach an mich wenden. Danke. Wie erreicht man dich? Hier steht meine E-Mail-Adresse. Ich kann ansonsten einfach auf mich zukommen und ich kann euch auch dann schreiben und einfach mit mir reden oder eine E-Mail oder über Twitter, deine, was auch immer. Deine E-Mail-Adresse sogar auswendig gemerkt, klaus-trainer@apache.org. Exakt. Danke. Dankeschön. Damit sind wir durch jetzt hier. Das waren die Workshops. Danke an euch alle, dass ihr die gemacht habt.